Pass auf, pass auf. Jetzt muss ich lachen. Konnichiwa. Twitches. Oh Gott. Wir spielen Stories of the Path of Destinies. Live auf Twitch. Und, was soll ich dir jetzt sagen? Genau, das ist ein Spiel. Das ist so ein bisschen so ein Top-Down, bisschen Hack'n'Slay mit viel Story. Weil das Spiel heißt ja auch Stories und man kann da wohl Entscheidungen treffen, die das Spiel beeinflussen, und das ist ja irgendwie voll mein Ding. Deswegen klicke ich jetzt mal X. Und der Chat muss mir sagen, ob der Sound so gut passt. Habe ich. Oh, warte mal, Option. Hudel, hudel, hudel. Ich mache mal Musik. Ein bisschen und Effekt. Ich mag immer gern laute Dialoge. Ich will immer, dass man die gut hört. Weil während die reden, halte ich ja sowieso die Klappe. Ne? So. Hat sich das jetzt. Nee, hat nicht. Once upon a time, the infamous rover Renardo plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. Swear to me that you won't die on the gallows. She rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards, and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. But then people started whispering about mass graves in the woods. Midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. The kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. And Renardo had promised his mother he'd protect him. Na, 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 na. Voll Gwyn, soll ich jetzt nicht Danke sagen für den Zap? Dann mache ich das nicht. Kartoffel für den Zap. Entschuldigung. Ladezeit, Ladezeit, oh, Lade, 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 Ladezeit. Badum, bum, bum, bum. Ja, komm schon. Könnte wenigstens Musik laufen im Hintergrund. Das ist so leise. Jetzt aber. Spiel. Ein Spiel, wo die Charaktere auch rennen. The kid was looking down, watching his city burn. Sorry, kid. Renardo told the kid. Look, if we give them the book, they'll leave you alone. My mother died for this book! I promised her I'd protect you. Oh, damn it. The kid had run off. With the book, of course. So Renardo had to run after him. Huch. Ach, Tortok, das hattest du auf Twitter, glaube ich, schon gefragt. Na, das ist der Deepbot. Tut mir leid, ich hab's ja vorhin schon erklärt, ich war ein bisschen ersoffen in all dem Zuspruch, den ich... The two Ravens were staring at the kid like he was their dinner. Which probably was what was in their tiny brains. Hey, Renardo said. They cocked their heads at him. Pick on someone as ugly as you. Wait, that didn't come out right. For the Emperor! The Ravens cawed and rushed at him. Hudel, hudel! Schlitz! Oh, das ist so befreiend gerade, irgendwie Sachen tun zu können. Das ist so ein... Okay. Kontern. Yes! Yes! So, Spaß! Das ist cool. Wo geht's denn hier hin? Nirgendwo. Okay. Wollte nur mal sicher gehen. Oh, es ist hübsch. Es ist so bunt und so hübsch. A dropship flew overhead. He hoped they hadn't noticed him. The kid. Huch.
Halte Dings zum Greifen. Zum Werb. Was? Fuck! Hui! Guten Flug! Geil! Flupp! Das ist witzig. Oh, right. The Gate of Heroes. Someone's idea of a joke. Making the Skyship Docks a gated community. You needed a hero's sword to open it. And the kid was on the other side of the gate. Who let you through? Promise me you'll take the book to the rebels. Or I'm gonna steal your ship. I'm not taking that damn book anywhere. And neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero's sword. And with that, the kid hopped away. Had to hand it to the kid. He was an idiot. But he had guts. Where was Renardo going to get a hero sword? Tja, vielleicht in dieser Kiste? Kiste! Ja. And wind essence? That sounds about right. I'll need a workshop, though. Perfect. Schwerter. Schwerter schmieden. Dies ist das Schwertschmiede... Schwertschmiedemenü. Hier kannst du mächtige Zauberschwerter schmieden und aufrüsten. Sammle aus den Kisten, die du in ganz Boreas findest, die nötigen Materialien. Aktuelles Level Spezialkraft des gewählten Schwertes. Spezialkraft des gewählten für das nächste. Ah, so. Die Materialien, die du zum Aufrüsten des Schwertes brauchst. Habe ich. Hast du genügend Materialien, schmiede dein erstes Schwert. Ja. Hero Sword. Q-E-D. Q-E-D. Ich brauche mehr Erze. Aber ich habe das Windelsextrakt, was ich für die nächste Stufe brauche. Das ist doch schon mal cool. Und dann leuchtet das lustig grün. Das ist viel cooler. Die sind alle viel cooler. Ach so, Wind, Wasser und Feuer. Okay, schauen wir mal. Ich warte mal, kann ich hier noch irgendwas? Geht hier noch irgendwas? Kann ich was kaputt schlagen? Nee. This is what he got for settling down and finding people to care about. The kid's mum had been a swell cook and she'd laughed at Renardo's jokes even when he didn't know he'd made one. And then the ravens had come to burn her. And she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was. Just the kid. Nein, ich hab dafür eine Trophäe bekommen. Für das da. Wow, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Das ist ja der Hammer. Yay, offen. So, wo ist denn jetzt hier der Peter? Der Peter, wo ist er? He came up to a ledge. It was too far to jump. There'd been a bridge here before, hadn't there? And there was Peter, giggling at him. How'd you get across? He asked the kid. Where'd you find a hook? I harped, said the kid. Wise ass kid. Hey, look out behind you. Cute, said Renardo. Oh, ravens. Gar kein Problem. Hab doch jetzt mein super krasses Heldenschwert. Schlitz! It was time to talk some sense into the kid. Just hook his way across the ledge and chase the kid down. Thing was, he hadn't used his hook since he'd retired. How'd he done it? Maybe if he meditated at that altar there, he'd remember his old skills. Fähigkeiten. Wenn du ein Level weiterkommst, dann erhältst du auch einen Fertigkeitspunkt. Du kannst dir ein Altären von Boreas ausgeben, um neue Fähigkeiten freizuschalten oder die vorhandenen zu verbessern. Es gibt viel Fähigkeiten, die mir waren. Ja. Hier findest du die Beschreibungen für jede Fähigkeit und die Erfordernisse für ihre Freischaltung. Ich glaube, soweit verstehe ich das schon. Du kannst Fähigkeitspunkte ausgeben.
Kauf dir die Hakenschussfähigkeit. Ey, ich mag das nicht, wenn man mir vorschreibt, wie ich. Aber ich kann ja eh nichts anderes. It was starting to come back to him. Something you never completely forgot. Like how to freeze time when attacking. You the more know he fought, the more he'd probably remember. Okay. Du kannst dich an Pfosten anhaken, um Abstände zu überbrücken. Drücke. Ja. Ich kann auch Gegner zu mir herziehen. Nee. Fluing. 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 Und fluing. There was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kestrel run in 12 furlongs. Oh, so the salesman told him. And something told him the kid was about to walk into an ambush. Stop! He shouted. I'm not giving you the book! Shouted the kid and took off. No! Peter! Kann ich ihn nicht ankoppeln? And a goggler nailed him with its ID. Nee, ich will hier gar nichts kaputt hauen. Kann ich dich von hinten fotzen? Oh, ja kann ich. Das sah lecker aus. Wo ist er? The book was unburned. Next to it were the buckles from the kid's shoes. And a kid-sized pile of ashes. Damn it. Why hadn't he lied and told the kid he'd take the book to the rebels? The kid would be alive now. Really pissed off and betrayed, but alive. Oh, damn it. Renardo picked up the book. He couldn't let the Empire have it now. He was going to have to get it out of there. He'd be a wanted man. Probably have to join the rebellion just to have a place to dock. Well, he'd hated home life anyway. Oh, wie praktisch. Kann ich das hier kaputt schlagen? Gibt's noch mehr? Gibt's noch mehr? Nee, ich glaube nicht. Okay. Trollen gesagt? Was hat Trollen gesagt? Oh! Okay. Boah, ich habe ja doch ganz schön Gesundheit verloren. Hab ich gedacht. Alle einzeln, ey. Fletch. Oh. What was the big deal about this book anyway? Lecker Schiebe. Maybe he should open it and find out. Das hilft ja. All that had been years ago. How many? The war was a blur. And now three Raven scout ships were chasing him. Where are you running, rebel? Cawed the Raven captain over the loud hailer. Renardo could see them cranking up their catapults. Just going out for milk? Renardo yelled back. Where can you run? Laughed the Raven horribly. Far behind him, another city was burning. The dark cloud above its island was thousands of Imperial ships. The fleet was doing a thorough job. Take us to the rebel base and we'll spare your life! It cawed. The entire jury-rigged rebel fleet was only a few islands to the east. Beyond that were only the pillars of heaven, a sea of endless blood-colored tornadoes. The rebellion was out of time. Unless Renardo could bring a game-changer. Maybe he could. Renardo had found out where he could find the pieces of the Sky Ripper, the legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon could win the final battle. On the other hand, his old friend Lupino had sent Renardo a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion. If Renardo could only rescue him. Renardo dived the Farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the Raven ships peeled off, not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Lupino or the Sky River. Dun, dun, dun. Ich lese das mal vor, weil ich ein bisschen da im Weg bin. Man kann keine neuen alten Freunde gewinnen. Die Rebellion war in Gefahr und Renardo musste eine Lösung finden. Auch wenn Lupino nun wirklich nicht als Lösung betrachtet werden könnte, manchmal hatte er doch ein paar verrückte Ideen.
Ist das ein verrückter Hase? Vielleicht sollte er ihn retten. Ist das ein verrückter Hase? Oder? Zweite Option, baue den Sky Ripper. Ein uraltes Artefakt, das die verlorenen Götter besiegt hatte. Könnte das Spiel für ihn entscheiden. Doch es war vor vielen Jahren in zwei Teile zerbrochen. Renato konnte es wieder zusammensetzen. Was, wenn er sich das Gehäuse an sich bringen könnte? Ich will das mit dem... Wenn das ein verrückter Hase ist, will ich den kennenlernen. Auf jeden Fall. Ah, Lupino. Apparently, the mad rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lupino always wiggled out of trouble, given time. But he was out of time. The Ravens had figured out that Lupino was a rebel spy. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Hallo, Pirat. 15 bei Steam? Also, ja, ich. Sven, so, ich glaube, so 10, 15 Euro irgendwas in dem Dreh kostet im PSN. Also, eigentlich voll okay. Lupino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd only sold it. But wait, where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? Renato's blood was up. He just needed to smash something. Ja, lass mich. Ich glaube, das können wir... Was ist denn das? Juwelenfassung. Dieses das Juwelenfassungsmenü. Hier kannst du mächtige Juwelen ausrüsten, die sowohl deine Angriffs- als auch deine Verteidigungsfähigkeiten verbessern. Dein Handschuh hat drei Taschen, in die du hier ein Juwel stecken kannst. Ich will einen davon. Ja. Habe ich denn welche? Nee, habe ich nicht. Ist alles gesperrt. Jedes Juwel hat drei Level und seine Wirksamkeit wächst mit jedem Level. Ja, no shit. Findest du ein Juwel, das du bereits hast, wirst du das Level... Wird das Level des Juwels erhöht? Ah, du findest die Juwelen in den Kisten, die in ganz Boreas verteilt sind, wenn du Glück hast. Kaputt schlagen! Ja, wir haben ja nichts, ne? Nee, ich würde ja gern. Haben wir nicht. Schwerter können wir ja auch nichts machen. Fehlen da zwei Erze. Da brauchen wir ja gar nicht ankommen, ey. Na gut. Ich will immer die Kamera drehen. So ungewohnt. Erstmal gucken, wo es da überall hingeht. Da ist ein komisches Portal oben. Und was ist hier? Eine Kiste. Hui! Erze! Alles meins! So viele waren das gar nicht. Ja, nur 6 Stück. Na gut. Was ist... This would be the perfect place for a tic-tac-toe board. Why? Kann ich anhalten unterwegs? Nee. Oh, wie hübsch. Guck mal, wie niedlich. Da wachsen Karotten auf dem Dach. The Ravens had taken the town. Renato had seen villages emptied like this. All the people taken away to be sacrificed in the Emperor's secret rituals. Renato hoped the people were just hiding. Was ist denn das? Das ist komisch. Lass mich raten hier. Firewalls only let you through if they think you're hot enough. Schön. Ich glaube, wir sind noch nicht hot. Hot genug. Hot. Ich kann gar nicht springen. Dober Fuchs. Oh. Ich hab doch noch gar kein Level. Na gut. Warte, da komme ich aber durch. Wo gibt's denn? Aha. Ah, ein Glück, dass ich noch geguckt habe. Hätte ich jetzt eine Kiste verpasst. Hui. Ordentlich. Okay. Da komme ich durch, ne? Ja.
so hübsch. Erstmal kaputt hauen. Can't we just agree to disagree? Said Renato. No? Shit. Oh, wie das abgeht. Voll gut. Fuck! Yes! Ravens were landing everywhere. Cha-ching! The advance guard. He'd better get moving. If they got to Lupino first, they'd eat him for breakfast. Oh, nein. Or a snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lupino. Where had the mad rabbit got to? Ich mag den Erzählstil. Der ist schön. Ich mach gute Laune. Was? Da. Jemand von euch eigentlich heute Nacht Game of Thrones geguckt? Ich hab's getan. Und nach der letzten Szene habe ich es hart bereut, dass ich es nachts geguckt habe. Mehr sage ich nicht. Renato felt like he was ready to learn new things. Thank goodness he didn't have to go to school for that. Okay, aber da ist alles. Nee. Stürzen! Was? Ein übernatürliches Stürzen! Ja, wieso nicht? It was starting to come back to him. Something you've never completely forgot. Like how to freeze time when attacking. The more he fought, the wusch. More he. Das ist wie bei Quantum Break! Wusch! Wusch! Nochmal! Wusch! Oh, wie cool! Aber bin ich hier nicht gerade runter? Ich bin verwirrt. Ja, hier komme ich her. Das ist mal einmal kurz in irgendeinem. Es passiert mir so oft. Ich laufe da die ganze Zeit durch die Gegend, dann bin ich einmal in irgendeinem Menü drin, habe überhaupt keinen Plan mehr, wo ich bin. Schon ein bisschen. Hi! Autsch! Das Sparta-Kick jedes Mal, das ist so gut. Alter Schwede, so viele Arben. Na komm. Das ist schön. Haha. Noch was zum Kaputtschlagen? Nein. Wusch. Renato felt a chill run down his back. Or possibly a flea. Hier ist aber nicht mehr so hübsch. Da kann ich nicht durch, ne? Falsches Schwert. Goddammit. Nachher GOT? Na gut. Cool, ich habe den gekontert, bevor er überhaupt angegriffen hat. Das muss man auch erstmal schauen. Gebt mir all die Erze. Eine Werkbank wäre halt auch mal wieder ganz gut. Hi! Dirty and bloody, Renato finally reached Lupino. The rabbit was practicing his shuffle. Renato recognized the cards. It was Lupino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am! The ravens are coming. Oh, the prison thing. Right, yeah, we see this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now,
I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out what she knows, and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who also happened to be a deadly sorcerer and, oh, his only daughter? That would be worth it. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper. Even if he couldn't get the whole thing, it must have great power. Mann, ich will die Charaktere kennenlernen. Ich will nicht irgendwelche Sachen zusammensetzen. Das ist halt... Nee. Wisst ihr? Ich bin da easy peasy, lemon squeezy. Voll gut. Starte Zenobia einen Besuch ab. Renato und Lapino... Ich will da drüben lesen, aber da ist meine Kamera drüber. Waren wieder vereint, aber Renato suchte noch immer nach einem Mittel, um die Rebellion zu retten. Vielleicht hatte Lapino recht. Vielleicht sollte er die einzige Tochter und... Was? Die einzige Tochter und größte Generalin des Imperators entführen. Zenobia. Wenn es ihm gelänge, Informationen aus ihr herauszuquetschen, könnte das den Verlauf des Bürgerkriegs zu seinen Gunsten ändern. Oder... Das Auge eines verlorenen Gottes musste große Macht besitzen. Zwar konnte Renato das Gehäuse des Skyrippers nicht mehr an sich bringen, aber vielleicht den Kern. Möglicherweise konnte Lapino ihm helfen, seine Kraft zu nutzen. Aber warte mal, das ist... Aber jemanden entführen ist halt irgendwie nicht nett. Ich weiß nicht. Was wollen wir machen? Ich meine, dieser Skyripper, der scheint ja irgendwie wichtig zu sein, wenn der ihm jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander vorgeschlagen wird, ne? Was sagt ihr? Zenobia oder Skyripper? Ich bin mir nicht sicher. Ich trinke mal einen Schluck. Ich glaube, euch ist das völlig Wumpe, ne? Ich glaube, ich gehe auf Entführung, oder? Oder will ich so sein? Das ist voll gemein. Hol dir das Mädel. Ja, ich bin halt neugierig auf die Charaktere. Zenobia wasn't just the Emperor's daughter, of course. She'd been Renato's best friend in Swordfu School. And you're still mad for her, the rabbit reminded him. They'd been close. She'd told him things no one else knew, but she'd never told him who she really was. She knows all the Emperor's plans, chuckled the master spy. She won't give them up easily. She'll tell the interrogators, all right, said Lapino. Taking her would change the game, all right. Na, schauen wir mal. Hallöchen, Ray. Der Sinn des Spiels ist sowieso, es mehrmals durchzuspielen. Ja, das dachte ich mir schon. Vielleicht mache ich das ja auch. Gibt's da eine Platin? Ist die schwer? Vielleicht machen wir die ja. Wie lange geht denn das Spiel überhaupt? Weiß das wer? Oh, so viele Fragen. Mixes Star Fox mit Metal Gear Solid Snake und du hast den Fuchs hier schon, ja? The city was already under Zenobia's control. I had to admire her efficiency. Renato shivered at the thought of Zenobia at the mercy of the interrogators. Could he really turn her over to them? But this was war. It wasn't meant to be pretty. Er ist zu der Kiste. Wusch! Erze. I wonder what I could make with all these sword crafting materials, thought Renato. Ja, langsam haben wir genug, ne? 31. Hallöchen, Tierachs, Blutaxt. Guck. Oh, was ist denn hier los? Burgerkrieg. Ist das so eine Maus mit so... Also, oh nein. Also, ja, ihr wisst schon. Rudel. Warum haut ihr denn nicht? Ihr seid ja lasch. Was ist los mit euch? Level up. Na gut.
Oh, nee. Sneaky Mode. Hudlulup. So, du drehst dich ja gleich wieder um. Dann kann ich wieder Schinken aus dir machen. Lecker. Aber war Moment, halt, stopp. 4 Stück. Das muss ich mir erstmal anschauen. Ich? Schlitz! These things really slice like ham. Oh, fuck. Das ist ja super easy. Okay, in welche Richtung guckst du? Richtung Tod. Entschuldigung. Okay. Was macht das da? Das Tor auf, ne? Toll. Ui, toll. Wo sind Möpse? Was? Oh nein! Oh nein! Und ich bin... Und ich penn voll. Lieber Funkbot oder Mod oder selbst. Ich... Hudeludelu, hi! Danke für den Host. Willkommen, liebe Möpse. Max schaut Stream, das weiß man ja nie so genau. Komm her. Hi. Schinken. Nummer, 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 Nummer. Was sind das für Dinger hier immer? Die sind mysteriös. Ich will wissen, was die tun. Hi. So. What's this plan of yours? Use me as bait, said Lupino. And he outlined a slightly complicated plan that involved geese, a net, setting the farfare a little bit on fire, Lupino dressing as an old blind toad, and Renardo hiding inside a monstrous watermelon. What could possibly go wrong? Thought Renardo. Kein guter Zeitpunkt für hasenfüßige Pläne. Halte dich an Lupinos Gänsenetz, Feuerkröte, Wassermelonenplan. Ich finde, das ist ein großartiger Plan. Und wir haben ihn, deswegen wollte ich den ja. Ne? Ich wollte ja verrückte Pläne. Verrückte Pläne sind toll. Oh, this is gonna be fun, said Lupino, as he ran to go set up his marvelous plan. Yeah, yeah. Da ist eine Werkbank. A crafting bench. Crafting bench. And I wondered what he could make with it. Was könnten wir denn? Wir könnten... Sie hammermäßig aus. Das tue ich doch eh schon. Oder mal ein Feuerdingens. Weil ein Winddingens haben wir ja schon. Nee, das ist ja immer dasselbe Schwert, ne? Oh, ich weiß nicht. Erlaubt es auch, sich selbst zu heilen? Setze den Gegner in Brand. Gegner in Brand setzen ist halt irgendwie geil. Das hat so ein bisschen den Harvey-Modus. Edna, 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 lass uns Raben anzünden. Auch mal Entscheidungen. This burning sword from the south was terrific for barbecuing sausages and ravens. Halten R2, magische Schwerter aktivieren. Schwerter verbrauchen Energie, wenn sie aktiviert sind. Schwerter weg. Oh. Okay. Aber. Ach, so. Das verstehe ich noch nicht. Ich bin auch doof. Genau hier ist die Tür und ich mache mir das falsche Schwert. Hat keiner gesehen. Hat überhaupt keiner gesehen. So, was haben wir hier? Das ist ja auf einmal alles. Ich kann das ja auf einmal alles. Laufe schneller. Bewegungstempo finde ich geil.
Aber da fehlt mir ein Punkt, ne? Da muss ich ja 2 reinstecken. Und hier auch. Maximale Gesundheit. Die Abwehr eines Angriffs übt Schaden. Oh. Verlangsame nach einem erfolgreichen Angriff bis zu deiner nächsten Aktion die Zeit. Ruhe dich aus und plane. Das finde ich geil. He missed his old skills. Glaube ich. He welcomed them back like he was at a reunion. Hallo Trigger! Oh shit! Shit, aua! Jetzt habe ich meine komische Schwertmagie gar nicht benutzt. Ich so aufgeregt und verwirrt bin. Hi! Renato felt dubious about the whole plan. With every step, he was waiting for it all to go horribly wrong. But against all odds, Pino's idiotic plan worked. Zenobia's ravens ran off after the geese, the net dropped, and Renato jumped out of the watermelon and put his sword to Zenobia's throat. Renato, she said, are those new scars? They look good on you. You never return my velvet jacket. It was my favorite. You look stupid in velvet. Oh, what does an imperial princess know about style? Oh, get a room, you two, said Latino. But the fleet was coming on fast, so they put Zenobia on the Farfarer and took her east over the Nexus. She'd vanished from Swordfu School, from his life, without even saying goodbye, without ever telling him she was the Emperor's adopted daughter. Ah, Lapina was right, Renato thought reluctantly. She knows things. She recognized his look. You're taking me to the interrogators, aren't you? She said, wide-eyed. And then she jumped, with horror. Renato saw Zenobia plummeting. Then he saw the Nexus below them. Cats always land on their feet. Ah, oh, she'll head for the Imperial outpost, yelled Lapino. You have to catch her. Okay, ich muss einen Cut für YouTube machen. Ich mache das am besten ganz schnell, damit ich im Ladescreen noch den nächsten Part anfangen kann. Liebes YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Wir singen.